Mein Mischbrot Denia. Zuerst zerkleinerst du die Dinkelkörner, falls du nicht mit Dinkelmehl arbeitest. Dann gibst du Hefe, Malzbier und Wasser in den Mixtopf und löst das Ganze für 2 Minuten 37 Grad Stufe 2 auf. Danach kommen die Mehle, Kürbiskern, Leinsamen, Joghurt und Salz hinzu. Leider hat das Video zwischendurch gestoppt und deswegen seht ihr die Kürbiskerne, Leinsamen und Joghurt nicht. Dann gebt ihr den fertig gekneteten Teig für eine Stunde in ein Gefäß und faltet dann den aufgegangenen Teig auf einer Backunterlage zu einem entweder länglichen oder runden Laib. Dann den Teigling in den Zaubermeister oder einen gusseisernen Topf geben, noch ein Muster reinritzen und bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 40 Minuten mit Deckel und 5 Minuten ohne Deckel backen.